Herzkranzgefäß. Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Asche, der Traum von 7 Meisterwerken. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. Sei froh, wenn der Infarkt dich kalt erwischt, statt dass ein Krüppel mehr die Landschaft quert. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frist. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün. Ich habe überhaupt keine Hoffnung. Ich habe auch keine Verzweiflung. Also das ist nicht mein Gebiet, ist auch nicht meine Arbeit. Ich versuche zu beschreiben, was ist. Also wenn ich schreibe, dann bin ich im Wesentlichen allein. Und dann schreibe ich also für mich und ich bin mein Publikum. Und wenn es gespielt wird oder wenn es aufgeführt wird, dann kommt Publikum dazu. Dann steht eine ganz andere Situation. Aber schreiben kann man nicht für einen Staat oder für eine Ideologie oder was immer. Als Kinder haben wir Versteck gespielt. Erinnerst du dich noch an unsere Spiele? Alle verstecken sich, einer muss warten. Gesicht am Baum oder an einer Wand. Die Hand über den Augen, bis der Letzte seinen Platz gefunden hat. Und wer gesehen wird, muss um die Wette laufen mit dem Sucher. Wenn er zuerst am Baum steht, ist er frei. Wenn nicht, muss er stehen bleiben auf der Stelle, als ob der Handschlag an Wand oder Baum ihn an den Boden nagelt wie ein Grabstein. Er darf sich nicht bewegen, bis der Letzte gefunden ist. Und manchmal wird der Letzte, weil er zu gut versteckt ist, nicht gefunden. Dann warten alle, die versteinert dastehen, jeder sein eigenes Denkmal auf den Letzten. Und manchmal kommt es vor, dass einer stirbt und sein Versteck wird nicht gefunden. Kein Hunger treibt ihn heraus aus seinem Tod, der ihn gefunden hat, außer der Reihe. Die Toten haben keinen Hunger mehr. Dann fällt die Auferstehung aus. Der Sucher, jeden Stein hat er umgedreht 4-mal. Jetzt kann er nur noch warten. Das Gesicht an seinen Baum oder an seiner Wand. Die Hand über den Augen, bis die Welt an ihm vorbei ist. Merkst du ihren Gang? Leg deine Hand über die Augen, Bruder. Die anderen, die der Sucher an den Boden genagelt hat mit seinem Handschlag an Baum oder Wand, weil sie nicht schnell genug gelaufen sind aus ihrem Versteck, das nicht sicher genug war, und jetzt haben sie für ihre Augen keine Hand, weil sie sich nicht bewegen dürfen und die Augen schließen dürfen sie auch nicht nach der Regel. Wie Steine auf dem Friedhof warten sie mit offenen Augen auf den letzten Blick. Das Lager war auf irgendeinem Plateau, das war im Erzgebirge. Und ich stand mit meiner Mutter vor dem Tor, man durfte nicht ins Lager. Und auf der anderen Seite stand mein Vater, also der Draht dazwischen. Und ich erinnere mich nur, dass er sehr klein aussah und sehr, die Sträflingskleidung war ihm zu groß. Und er sah sehr klein aus und sehr dünn. Und neben ihm stand ein Posten mit einem dicken, freundlichen Schweinekopf und der sagte mir, dass mein Vater bald nach Hause käme. Und ich habe danach, hat mir meine Mutter erzählt, öfter im Schlaf so gefragt,
warum er nicht über den Zaun springt, warum er da drin bleibt. Also das war schon eine Vatertötung, dieses Erlebnis, dass er schwach war und dass er ein Besiegter war. Heiner Müller, Geburt in Eppendorf, am 9. Januar 1929. Das war 36, glaube ich. Und da gab es ein Aufsatzthema über die Autobahn, die Straßen des Führers und ich glaube in allen Schulen, jedenfalls in Sachsen, wo ich war, mussten darüber Aufsätze geschrieben werden. Und es gab die Mitteilung, dass die besten Aufsätze prämiert werden. Und ich kam nach Hause, mein Vater, wie gesagt, war arbeitslos. Und ich erzählte ihm das und er sagte, da musst du keinen Preis kriegen, das ist nicht wichtig. Er hat im Allgemeinen sich nicht eingemischt, also ich habe das selber gemacht. Und dann, als ich nur anfing, diesen Aufsatz zu schreiben, ich weiß nicht wie und wusste auch nicht wie, kam er und sagte, wenn du diesen Aufsatz schreibst, ich helfe dir und da schreibst du einen Satz rein. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, den habe ich reingeschrieben, das war der Satz, es ist gut, dass der Führer die Autobahnen baut, da bekommt bestimmt auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange feiern musste. Und ich habe das reingeschrieben und der Aufsatz wurde prämiert und er kriegte eine Arbeit an der Autobahn. Und das habe ich wirklich als Verrat empfunden. Weil wir waren einig darüber, dass Hitler ein Idiot ist und ein bösartiger Idiot und dass dieses System feindlich ist. Und plötzlich hat er mir diesen Satz in den Aufsatz geschrieben. Woher, Kamerad? Aus der Schlacht. Wohin, Kamerad? Wo keine Schlacht ist. Deine Hand, Kamerad. Brecht wollte nicht in die sowjetische Besatzungszone zunächst. Er wollte ein Theater in der amerikanischen Zone, wo er zu Hause war, in dem süddeutschen Bereich. Nach dem, was ich weiß, das ist alles noch nicht ganz geklärt, waren die Amerikaner dagegen, dass Brecht da ein Theater kriegt. Dann hat er als vorsichtiger Mensch und in Kenntnis der Geschichte des Stalinismus natürlich, hat er die österreichische Staatsbürgerschaft erworben durch ein Versprechen, was er allerdings nicht eingelöst hat, den Jedermann neu zu schreiben für Salzburg. Dafür kriegte er über Gottfried von Einem die österreichische Staatsbürgerschaft. Als österreichischer Staatsbürger kam er dann in die sowjetische Besatzungszone. Und für ihn war die DDR dann sowas wie eine junge Prostituierte im Verhältnis zu einem alten Syphilitiker. Der alte Syphilitiker war für ihn die Bundesrepublik.